Aus der Tradition heraus hat sich das Goldene Kreuz entwickelt zu einem Zentrum für Frauengesundheit. Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit hier im Haus ist die Endometriose. Die Behandlung der Endometriose ist komplex, bedarf abgesehen von einer primären Operation auch einer Zusammenarbeit aller Fachdisziplinen. Dieses Setting können wir hier im Haus anbieten, weshalb der Zustrom und die Nachfrage hier im Haus sehr hoch ist. Weiters haben wir auch ein Zentrum für pränatale Diagnostik. Ja, wir hier bei TuCare, wir machen hier die üblichen spezialisierten Ultraschalluntersuchungen, also zum Beispiel das Ersttrimester-Screening mit der Nackenfaltenmessung. Wir machen auch Untersuchungen wie Organscreenings oder NIPT, aber auch natürlich 3D-Ultraschall, 4D-Ultraschall und dergleichen. Es gibt natürlich auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit der geburtshilflichen Abteilung im Haus. Das heißt, wenn hier Patientinnen irgendwelche Probleme haben, dann werden die zu uns geschickt. Wir beurteilen das auch, begutachten das auch. Gegenwärtig werden hier etwa 1500 Kinder geboren pro Jahr. Die Sicherheit für Mutter und Kind ist oberste Priorität. Im Detail bedeutet das, dass wir einerseits die einzige Privatklinik sind in Österreich, die 24 Stunden einen Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe hier im Haus vor Ort im Dienst hat. Der zweite Punkt ist, dass wir auch 24 Stunden im Haus und vor Ort Anästhesisten im Dienst haben. Darüber hinaus haben wir einen durchgehend organisierten Bereitschaftsdienst von Seiten der Kinderärzte. Wir bemühen uns sehr, die individuellen Wünsche der einzelnen Schwangeren auch zu berücksichtigen. Klassisches Beispiel, die sogenannte Wunschsektion. Die Auswahl der einzelnen Zimmer obliegt immer den einzelnen Frauen. Es ist möglich, dass man sich hier über das Internet online anmelden kann. Es ist ein völlig problemloses und einfaches Prozedere, um hier entbinden zu können. Die Goldenes Kreuz Privatklinik verfügt als einziges Privatspital in Österreich über ein international zertifiziertes Brustgesundheitszentrum. Der Vorteil ist, dass hier jedes Mammakarzinom von Spezialisten verschiedener Fachrichtungen gemeinsam behandelt wird. Wir verfügen über eine Tomosynthese. Dies ist die modernste Form der Mammographie, bei der nicht nur ein Übersichtsbild gemacht wird, sondern Schichtaufnahmen durch die Brust berechnet werden. Und das ohne ein Mehr an Strahlenbelastung. Werden etwa 40% mehr Karzinome im Frühstadium gefunden als mit der normalen Mammographie. Die postoperative Therapie. Vor dieser haben doch so viele Patientinnen solche Angst. Chemotherapie, ja, nein. Gibt es denn da Regeln? Wo ist denn die Qualitätskontrolle? Und so treffen wir uns nach jeder Operation im großen Kreis. Der Chirurg, der Radiologe, der Pathologe, der Internist, der Onkologe, und wir besprechen jede Patientin anhand des histologischen Befundes, der während der Operation erstellt wird, um gemeinsam im Konsens in diesem sogenannten Tumorboard zu entscheiden, welche Therapie für welche Patientin adäquat ist. Und das ist uns wichtig und deswegen haben wir ein Brustgesundheitszentrum im Goldenen Kreuz.